Ad Astra, zu den Sternen, Bürger der Sterne. Ich habe ja mich vor knapp 3 Monaten neu angemeldet mit diesem Referral Code. Und da hat es für dessen Code ich angegeben habe und auch für mich ein Geschenk gegeben, die P52 Mustang. Das ist so ein Schiff, das hat kein Quantum Drive. Damit kann man nur innerhalb eines gewissen Radiuses fliegen. Also man kann nicht von Planet zu Planet oder von Stern zu Stern fliegen, sondern nur für Kurzstrecken. Und das will ich jetzt mal ausprobieren und versuchen eine kleine Shoppingtour zu machen. Dafür melde ich mich an. Wir haben es 9 Uhr. Da wähle ich nochmal EU aus. Da ist vielleicht noch nicht so voll. Und dann wollen wir mal sehen, ob das so funktioniert, wie ich mir das eingebildet habe. Ich habe auf meinen Missionen, die ich geschafft habe oder auch die ich nicht geschafft habe, immer Boxen gelotet. Die habe ich dann ins lokale Inventar hochgeladen. Falls ich dann sterbe, dann kann ich sie später noch abholen. Wenn ich dann wieder in meinem Schiff war, habe ich die vom lokalen Inventar ins Schiffsinventar geladen. Und vom Schiffsinventar habe ich das Zeug dann, da bin ich ja weiter weggekommen. Vom Schiffsinventar habe ich das Zeug dann wieder in das lokale Inventar von meiner aktuellen Location geladen, wo ich mich niedergelegt habe. Hier sieht man, das ist jetzt das lokale Inventar von bei Genie Point. Das ist so eine Satellitenstation oberhalb von Area 18. Und wie man sieht, bin ich letztes Mal gestorben, weil ich im Bettchen liege. Jetzt schaue ich mal, ob ich ein schönes Dress finde. Da kann man hier diese Filtersachen. Ist das ein Ausgehmantel? Ich weiß jetzt gar nicht, wie kalt das da unten ist. Kann ich anziehen. Mal sehen, ob ich eine Hose auch habe. Also erstmal Schuhe noch anziehen. Schuhe noch anziehen. Ja, das sieht jetzt noch doof aus, aber ich habe gar keine Hose. Dann muss ich nochmal so ein Undersuit raussuchen. Oder ich hatte doch genau so einen Anzug. Komm. Ja. Oh nee, den finde ich jetzt so doof. Nein, das gefällt mir nicht. Ziehe ich den roten, orangen? Zieh den orangen ein. Der sieht nicht ganz so nach Anfänger aus. Warum zieht er den nicht an? Das verstehe ich jetzt nicht. Bin ich wieder zu hektisch? Ich habe noch die Schuhe an, genau. Weil die haben ja eigene Schuhe und dann funktioniert das alles nicht. So. Was habe ich an Helmen? Zum Fliegen immer einen Helm bereit haben, aber das hole ich mir nachher. So, jetzt fahre ich dann erstmal mit dem Fahrstuhl runter zum Dings, in die Lobby und dann gehe ich zum Raumhafen und gucke mir mal die P52 an, die ich jetzt neu gekriegt habe, die Tage. Vielleicht erinnert ihr euch, letztes Mal bin ich ja in der Medizinstation, in der Krankenstation gewesen und habe da diese Wagen ein bisschen rumgeschubst. Da gibt es hier auf der Station im Gepäckcenter, unten wo das Warenlager und so weiter ist, da gibt es auch einen Laden. Und da gibt es auch nochmal so Bollerwagen, das sind so Transportkörbe, so größere. Und die kann man auch in der Gegend rumschieben. Das habe ich auch probiert, sie zu beladen. Da habe ich so eine Kiste dann genommen. Man kann ja seine eigenen Sachen, wenn man die dann zu Boden legt, so ein Helm oder so, dann wird das in so eine Kiste gepackt.
Und das habe ich da reingepackt, gedroppt, geplaced, also mit Place platzieren. Und habe dann das in den Wagen geladen und bin da ein bisschen rumgefahren. Aber leider rutscht das immer raus. Also das hält nicht. Man kann das nicht tatsächlich als Transportwagen nehmen. Das rutscht dann bei Kurven oder sowas, wenn man ein bisschen fährt, dann bollert das raus. Der Seitenhalt ist nicht so gut. So, hier ist, ja, mein Schiff ist abgeschossen worden, Raketentreffer. Und das ist das mit der Versicherung. Wenn die Versicherung abgeschlossen ist, dann kann man ein zerstörtes Schiff über dieses Claim wieder zurückholen. Das erstattet die Versicherung dann. Das hat jetzt in der Alpha noch keine Auswirkungen, aber später, wenn das Programm oder wenn das Spiel tatsächlich mal live geht, also richtig nicht mehr Alpha-Version ist, dann gibt es da halt eine Versicherung, die bestimmte Zeit hält, 3 Monate, 6 Monate oder darum sind die Leute alle so nach diesen Lifetime-Versicherungen hinterher. Die Versicherung erstattet aber nicht eingebaute Sachen. Wenn ich zum Beispiel andere Waffen einbaue, dann sind die weg, sondern ich habe wieder die Standardwaffen. So, jetzt beauftrage ich das und das 45 Sekunden, das geht. Und wenn das später dann aber mal länger dauert, es kann auch ein paar Stunden dauern, dann kann man hier auch Geld bezahlen, dass es schneller geht. Aber ich möchte die Avenger Titan ja gar nicht haben. Ich möchte ja die P-52 Mustang haben. Genau, das ist die. Die ist... Wo habe ich jetzt wieder drauf gedrückt? Das ist die hier. Die ist lieferbar, also die ist vor einer Weile, vor ein paar Tagen, vor 2, 3 Tagen, ist die in meiner Flotte aufgetaucht. Und jetzt will ich die mal ausprobieren. Dann lasse ich mir die erstmal liefern zu meinem jetzigen Standort. Genau, jetzt Anfrage. Also ich mache das jetzt auch das erste Mal. Schauen wir mal, was passiert. Dauert auch eine Weile. Liefert hierher. Und ich schalte mal hier links diesen Chat aus. Das kann man mit F12 machen. Da kann man das immer an- und ausschalten. Und jetzt ist das Flugzeug, das Raumfahrzeug da. Und jetzt kann ich das bereitstellen lassen. Hangar 4. Dann gehen wir, oder gehe ich mal zu Hangar 4. Ah, da ist noch so ein nackter Mann. Vermutlich hat er gerade keine Lust. Ich bin wenigstens ein bisschen angezogen. Er ist bei mir ausgestiegen. Oder das ist bestimmt irgend so ein Leck vom Server, der geht zu seinem eigenen Flieger. Tja, da sehen wir ein kleines, schnuckeliges Flugzeug. Es hat sogar Waffen. Ja, sieht schon gut aus. Ist bestimmt gut zum Racing. Für Rennen. Haifisch. Ein Haifisch, ja. Gehe ich mal ins Inventar. Ich weiß nicht, ob das der Flieger ein Inventar hat, weil ich will hier einen Haufen von dem Zeug jetzt in das Inventar des Fliegers laden und das dann mit nach Area 18 runternehmen. Ja. Jetzt muss ich nur den richtigen Punkt finden, wo ich Open Ladder, Open Storage, genau. Da kann ich den Laderaum öffnen. Der hat wohl einen Laderaum. Ja genau, jetzt hat er hier den Laderaum. Zeigt nicht an. Und jetzt suche ich mal aus, was ich nicht mehr haben will. Das kann ich entweder mit Move All machen.
Das ist der Platz, den ich habe. Hier im lokalen Inventar habe ich den Platz und im Flieger habe ich 60K Micro-SCU. Naja, auf jeden Fall habe ich da einiges an Platz. Persönliches Inventar habe ich nicht, weil dieses Jäckchen da, das hat keine Taschen. Da geht nichts rein. Das ist wie beim nackten Mann. Und jetzt suche ich mal. Ich kann halt entweder das einzeln so rüberladen oder ich kann die linke Shift-Taste gedrückt halten und dann kann ich draufdrücken. Den behalte ich, den will ich nicht haben. Da habe ich so Messer gefunden, Schuhe, diese ganzen Klamotten, die ich nicht haben will, lade ich rüber. Okay, hat man gesehen, 60K sind schon voll, also kann ich nicht so viel mitnehmen. Ich wollte noch viel, viel mehr mitnehmen. Dann behalte ich den Pelz mal, mal sehen. Der geht noch. Ich habe noch so einen Pelz gehabt. Ah, ist noch ein Helm. Was haben wir? Was haben wir? Was haben wir? Das geht auch nicht mehr. Das kann ich aber anziehen. Genau, das kann ich anziehen. Ich kann mir ein bisschen von der Rüstung. Ich muss das immer ein bisschen besser zielen. Dann davon nehme ich einen mit. Dann habe ich auch so einige, die ich nicht haben möchte. Genau, da ich den. Den kann ich nicht anziehen, weil das ist kein Anders-Suit. Da kann ich dann die Rüstung nicht drüber legen. Also bleibt der auch hier. Kruschel, kruschel, kruschel. Das finde ich gut. Da ist so ein Messer. Kann ich so ein Messer mitnehmen? Nö, Messer kann ich nicht mitnehmen. Da bräuchte ich noch ein Rüstungsteil, um das anzuziehen. Aber ich möchte jetzt kein Rüstungsteil anziehen. Nur um da jetzt noch ein paar Sachen mitzunehmen. Ich muss immer gucken, dass ich das genau platziere. Da bin ich noch etwas nachlässig. Genau, ich nehme diese Munitionsteile mit, also nicht die Leuchtfeuer da. Leuchtkerzen nehme ich mit. Passt noch ein Drink rein. Ja, ein Drink passt noch rein und ein Snack. Habe ich noch irgendwo einen Snack? Ja, ich habe noch einen Snack. Ich wollte nur einen. Da kann ich das splitten. Genau, ich wollte nur einen. Das war hier auf das Item gehen, Rechtsklick und dann kommt das Kontextmenü. Und da kann ich dann auswählen, wie viele Teile ich da haben will. Ganz schön viel Munition. Kann ich da noch was reinpacken? Hier sieht man, ich habe 6 von diesen medizinischen Zusatzteilen für dieses Universalwerkzeug. Jetzt stapel ich das mal. Kann ich stapeln? Passt das noch rein? Ja, passt noch rein. Ist kaum größer geworden. Dann kann ich auch noch ein bisschen. Da habe ich 3 und 3. Lässt sich auch stapeln. Und es ist wieder auseinandergefallen. Aber wo ist es hin? Was habe ich da? Traktorbeam. Traktorbeam behalte ich lieber. Was ist das? Ach, das ist zum Reparieren und Rohstoffe ernten. Ich finde das auch doof. Da ist das Mining Attachment. Das Mining zum Zubehör, das Verminen, das ist einmal groß, einmal klein. Wenn ich das da drauf packe, werden das dreimal. Ja, dann habe ich da noch 2. Gucke ich mal, ob ich die noch einladen kann. Da ist bisschen weniger Platz. Jetzt gucke ich mal, ob ich noch einen davon hinkriege. Geht. Da ist noch irgendwelches. 3, 6, dann schauen wir mal. Nehme ich doch, ich habe Traktor 5, 8, 8 Traktorstrahl-Zubehörteile. Das reicht. Es funktioniert übrigens ganz gut mit dem Stapeln jetzt, weil oftmals habe ich das, da klappt das mit dem Stapeln gar nicht so gut. Kriege ich vielleicht noch eine von. Nein, die behalte ich. Okay, jetzt habe ich das in das Zeug von, was ich verkaufen möchte, habe ich ins Inventar des Schiffes geladen. Verlasse ich das und Enter Pilot Seat. Jetzt steige ich dann mal ein. Oh, mit Turnübungen.
Aha, Klappe geht zu. Jetzt. Ich habe meine Sticks noch nicht vorbereitet. Die stehen noch nebenbei. Jetzt muss ich das alles ein bisschen umbauen. Ich schiebe dann die Tastatur immer vorne und jetzt geht das über mein Hotas-System. Jetzt schalte ich erstmal den ganzen Kram ein und beantrage Starterlaubnis. Schauen wir mal. Ja, die steht auf. Die Schubregulierung steht auf ziemlich weit unten. Man sieht hier auf der. Jetzt muss ich mir F drücken. Hier auf der Seite, Quantum Drive ist rot. Es gibt kein Quantum Drive. Ja, und nur den normalen planetaren Antrieb, sage ich mal. Starterlaubnis habe ich gekriegt. Einmal Launch. Fahrwerk einfahren. Oh, da habt ihr gesehen, da gehen die Klappen runter. Das muss ich gleich nochmal von außen zeigen. Mal sehen, wie das aussieht. Das war, glaube ich, eine gute. Nein, das ist keine gute Ansicht. Ich muss erstmal rausfliegen, dass mehr Platz ist, dass die Kamera, die Außenkamera auch irgendwo hin kann. Oh ja, der fliegt ganz zügig. Sieht man kaum. Machen wir mal ein bisschen Power. High Speed auf High Speed. Ja, 1025. Das drehen wir wieder runter. Jetzt bleiben wir erstmal im Raum stehen. Hat sogar drei Bewaffnungen. Tiger Strike ist vermutlich eine Waffe mit Munition. Die Bulldogs sind Laser Repeater. Ja, da feuert es ganz gut. Also die kann wohl ganz gut kämpfen. Ich wollte das, die Außenansicht zeigen. So. Wird die Außenansicht für jedes Schiff extra angezeigt? Weiß ich jetzt auch nicht. Da muss ich mal gucken. Das war Y gedrückt halten und dann kann ich scrollen. Und F4 gedrückt halten, dann kann ich, also F mit F4. Oh, da muss ich aufpassen. Wenn ich jetzt keine Taste drücke, dann ist ja Maus, ist ja Steuerung. Oh, ich habe keinen Helm aufgesetzt. Da darf jetzt nichts passieren. Das ist. Da sitzt da mit der Glatze da oben rum. Naja, fliegen wir mal ohne Helm. Wenn ich F4 gedrückt halte und mit der Maus bewege, dann kann ich die Außenansicht. Nein, nein. Das ist falsch. Das ist falsch. Wenn ich F4 gedrückt habe und das Scrollrad bediene, dann kann ich mit der Maus rein und raus zoomen. Und wenn ich Y drücke und die Maus hin und her bewege, dann kann ich so die Außenansicht verändern. Und das finde ich blöd, dass man fürs Zoomen eine andere Taste drücken muss, als für die Kamerasteuerung. Warum sie das nicht auch so gemacht haben, dass wenn ich Y drücke, dann kann ich die Kamera steuern und zwar nicht nur so rundherum, sondern auch, wenn ich das Scrollrad oder das Rad betätige auf der Maus, dass dann Zoom ist. Es gibt noch eine Funktion, da kann man dann auch das Schiff seitwärts bewegen, also so die Kamera seitwärts bewegen. Das weiß ich jetzt aber auswendig nicht. Egal, jetzt fahre ich einmal das Fahrwerk aus. Ja, sieht man, da klappt er dann die Tragflächen ein und aus. Da muss ich nochmal mit F4 gehe ich mal. Nein, nicht die da. Ich bin so dumm. Mit Y. Mit Y. Genau, mit dem Hintergrund. Dass man auch ein bisschen sieht. Und jetzt fahre ich das Fahrwerk wieder ein. Der ist bestimmt gut für einen Atmosphäreflug geeignet. Diese Ansichten, die ich hier jetzt eingestellt habe. Ich habe einen Gimbal drauf. Die Ansichten, die ich eingestellt habe, die kann ich
abspeichern. Da habe ich dann immer so ein paar Landeansichten, so ein bisschen, dass ich von unten sehe. Und wenn ich dann F4 drücke und auf dem Nummern-Tastenblock eine Taste und das gedrückt halte, dann speichert er das ab. Jetzt eine Ansicht von oben, das ist zum Ziellanden. Ich muss erstmal das Schiff wieder in Ruhe bringen, dass er ruhig steht, genau. Dann jetzt auf die 2. Und wenn ich jetzt F4 und 1 kurz drücke, geht er auf die vorherige Ansicht, auf die unter 1 gespeicherte, und F4 und 2 kurz geht er auf die. Und wenn ich dann zurückschalte, bin ich wieder da. So, ich wollte nach Area 18, das muss ich erstmal finden, da muss ich da ist die Station bei Genie Point. Da schalte ich erstmal den Quantum Drive aktiv. Dann schalte ich erstmal den Quantum Drive aktiv. Ich habe keinen Quantum Drive. Hey, wie orientiere ich mich denn jetzt hier, wenn ich keinen Quantum Drive habe, um diese Zielkoordinaten einzustellen? Auskennen? Oh, ich finde das doof. Mal gucken, was da so leuchtet. Ich fliege jetzt einfach mal auf das helle Kreuz dazu. Ich kann jetzt auch überhaupt keine Entfernung abschätzen. Oh Mann, finde ich das traurig. Also das kann sich jetzt ein bisschen hinziehen. Das ist jetzt die Kampfverbotszone von Bajini Point. Mal gut, dass es tagsüber ist. Also das Kreuzchen oder das Symbol war nur ein anderes Schiff. Jetzt verlasse ich die Zone. Mal gut, dass es hell ist. Sonst im Dunkeln. Aber vielleicht würde ich dann nicht sehen. Das kann natürlich sein. Und jetzt finde mich mal zurecht. Jetzt bin ich im Orbit von Area 18. Man sieht auch, ich fliege immer ein bisschen langsamer. Also die Geschwindigkeit ist schon. Ne, ist nicht runtergegangen. Aber ich fliege mal nicht, dass ich dann hier wegschmelze. Sind noch einige Kilometer oben. Ich fliege trotzdem mal ein bisschen langsamer und schalte mal nochmal in die Außenansicht. Mal sehen, ob ich das rechtzeitig schaffe. Aber das ist gar nicht so weit. Seht, das waren, ich schätze mal, jetzt fliege ich da 50 Kilometer, dann sind das 80 bis 100 Kilometer gewesen. Keine Flammen mehr. Doch, da kommen wieder Flammen. Jetzt mal schnell. Jetzt kenne ich mich nicht aus. Jetzt suche ich die Autobahn. Zu Area 18. Da, da. Ah, das sieht gut aus. Das ist der Flughafen. Hoffe ich. Oder zumindest ist das das bewohnte Gebiet. Also man kann von Bajini Point ziemlich gut runterfliegen. Ich halte mal an, das könnte man vielleicht auf der Sternenkarte sehen. Habe ich noch genug Höhe? Das geht ganz schön runter hier und ich fliege noch ganz schön schnell. Ich hoffe, das ist der Raumhafen. Ich hoffe, das ist Area 18. Ich muss mal auf der Sternenkarte gucken. Vielleicht kann ich da irgendwas erkennen, wenn ich mich da zu hinbeame. Ja. Das finde ich jetzt doof, dass man den Planeten nicht sieht. Aber hier, da bin ich. Und da, wo Skyscraper steht, da muss ich hin.
Genau, ich bin jetzt nicht da, muss ich hin. Da. Ich schalte mal nochmal auf. Nochmal abschalten. Jetzt sehe ich einen Planeten. Reinscrollen. Planet, Planet, Planet. Genau. Also, wie wir sehen, ich bin ein bisschen schief geflogen. Da muss ich hin und da bin ich. Also drehen wir den Planeten mal ein bisschen rum, dass ich das ein wenig besser sehe. Ich hätte also viel einfacher da lang fliegen sollen und ich bin jetzt da irgendwo lang. Also, das ist jetzt eine schwere Gedächtnisleistung. Ich muss jetzt da lang fliegen. Also muss ich mal nach rechts abdrehen. Mal sehen. Hier kann ich auch gar nichts markieren. Nein, geht nichts. Rausscrollen geht wieder. Nee, geht nicht. Egal. Ich fliege jetzt einfach mal da lang. Mal sehen, ob ich dichter hinkomme. Jetzt geben wir wieder ein bisschen Gas. Da habe ich noch wieder was zu forschen dann. Ich fliege ein bisschen tiefer, dass ich vielleicht eine Autobahn sehe, der ich dann folgen kann. Um 7000 Meter, nicht zu tief. Fliege ich auf den Kopf. Dann sehe ich wenigstens, wo ich lang fliege. So eine Bodenkamera wäre auch nicht schlecht, die auf irgendeinem Display dann anzeigt. Immer schön auf Horizontallinie bleiben, dass ich ja nicht zu weit runterkomme. Da ich das Ganze überhaupt nicht einschätzen kann, halte ich mal wieder an und gucke mir an, wie ich mich denn jetzt eingeschätzt habe. Ach, da geht wieder nichts. Zack, zack. Ist das jetzt besser geworden oder nicht? Kann ich gar nicht beurteilen. Kann ich überhaupt nicht beurteilen. Ich fliege jetzt einfach weiter. Aber das ist doof, das gefällt mir nicht. Im Zweifelsfall schneide ich hier jetzt dann meine planlose Suche raus. Und wenn ich es dann gefunden habe, dann schneide ich es halt zusammen. Dann gibt es hier einen Cut. Und wenn meine Irrungen dann vorbei sind, dass dann Zielanflug kommt. Ich muss mal gucken, ob es irgendwo eine Information gibt, wenn man aus Bajini Point rausfliegt, in welche Richtung man dann fliegen muss, um runterzukommen. Hier ist ja der Kompass. Jetzt können wir wieder Dampf machen hier. Ich
ich gehe davon aus, ich bin von so geflogen, also muss ich jetzt nach links. Was passiert, wenn ich Z-Root drücke? Nichts passiert. Ah. Wir waren bei 350. 90 Grad sind 290. 90 Grad. 90 Grad sind 240. Genau, jetzt haben wir 90 Grad nach links. Nach Backbord. Und jetzt fliegen wir mal da lang. Richtung 260 Grad. Jetzt lasse ich den mal fliegen und schau mal wieder nach. Die Nervosität. Ja, das sieht gut aus. Ich habe die richtige Richtung erwischt. Also ungefähr 260 Grad. Wenn man von Bajini Point kommt, rausfliegen, Bajini Point im Rücken und ungefähr nach 260 Grad und dann kommt man Richtung Area 18 und Skyscraper. Sehe ich eigentlich auf dem Monitor da? Meine Flugbewegung macht den Eindruck, oder? Dass ich meine Flugbewegung sehe. Dicht daran geht nicht, dann wird ausgeblendet. Mal sehen, dieses rote Meer da. Ja, das verändert sich. Ich muss aber ein bisschen meine Flugbahn korrigieren, sonst fliege ich nämlich vorbei. 260. Fliege ein bisschen mehr nach Westen. Machen wir mal 280. Ich kann es nicht lassen. Das ist wie die Leute, die kontrollieren, wenn eine Festplatte bereinigt wird. Also zumindest früher, wenn man so ein Werkzeug da drüber laufen hat, wenn der dann die Kästchen der überprüften Werkzeuge. Oh, ich muss noch weiter. Ich muss weiter nach Osten. Das mit dem Westen war eine blöde Idee. 260 war schon gut. Ist es da irgendwo? Ja, da ist es. Ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Das ist der Flugplatz. Da will ich hin. Wahnsinn. Das freut mich jetzt echt. Ich glaube, ich nenne das orientierungslos in der Atmosphäre. Oh, jetzt muss ich ein bisschen runtergehen, sonst. Und auch mit dem. Sonst krache ich da noch irgendwo gegen. Mühsam geschafft. Halben Tank. Sprit verballert und dann gegen irgendeine Wandtower oder so gekracht. Ich weiß jetzt auch gar nicht, welche Entfernung ich habe. Ob man nicht Landeerlaubnis beantragen kann. Ah, genau. Zeigt er mir auf dem Bildschirm an. Hier oben. Ab jetzt kann ich Landeerlaubnis beantragen. Ich bleib mal stehen, dann fliege ich nicht aus Versehen irgendwo gegen. Das kann ich halt entweder übers. Also ich habe es ja über auf eine Taste gelegt. Aber jetzt zum Zeigen schalte ich das einfach mal ein über den Comlink. Dann auf Friends. Und da ist der Landing Service. Jetzt begrüße ich den. Gehört?
Jetzt kann ich da wieder raus. Und jetzt habe ich irgendwo das Symbol gekriegt. Genau, da fliege ich jetzt hin. Und da muss ich jetzt gucken, dass ich da reingelandet komme. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das ein Hangar ist, in den ich normal geradeaus so einfliegen kann. Das klappt schon ganz gut. Das ist nämlich bei Genie Point mir immer passiert. Das sind so Stationen. Aber hier gibt es auch diese Bodenhangars. Da muss man dann senkrecht reinfliegen. Oh, langsamer, langsamer, langsamer. Und das ist schon eine Rangiererei. Darum habe ich diese von oben Ansicht programmiert. Kann ich mich dann drüber stellen und mit den feinen Steuerungstasten da dann richtig positionieren und dann absenken. Aber wie man sieht, ich habe einen normalen Schrägeinflug, waagerecht Einflughander. Oh, ich bin zu schnell. Kriege ich gerade noch Fahrwerk raus. Oh, das kriege ich halt einfach nicht hin. Schwätzen. Ah, da erkennt man an diesen Leuchtquadraten, die da so lang wandern, da muss ich hin. Schön vorsichtig, schön die Geschwindigkeit reduzieren. Ja, das reicht. Fahrwerk ist ausgefahren. Ja, Gear. Hier, Gear ausgefahren. Nicht zu schnell. Nase ein bisschen runter. Nase runter, nicht zu schnell. Ich habe gesagt, nicht zu schnell, nicht da ins Büro reinfliegen. Und das schaffe ich jetzt schon tatsächlich so. Jetzt einfach vorsichtig runter. Das passt schon. Aber dafür gibt es dann auch, habe ich auch eine Außenansicht. Das ist diese hier, die ich dann hatte. Da kann ich dann von außen sehen, wie weit ich noch bis zum Boden habe. Klong. Gut. Man hört's. Genau, jetzt hätte ich fast in das Geschwätzt. Jetzt kann ich dann ausschalten. Dann erst F1 drücken, dass ich wieder raus aus dem Mobilglas komme. Meine Systeme habe ich schon ausgeschaltet. Jetzt habe ich meine Systeme ausgeschaltet. Und muss ich gleich mal nachtanken. Mal sehen, ob das jetzt gleich geht. Nachtanken, da ist hier unten auch über dieses Mobilglas. F1 drücken und dann hier dieses Werkzeugding auswählen. Und reparieren brauche ich nicht. Ich bin nirgendwo gegengekracht. Das sind hier die Granaten oder die Kugeln, die ich verfeuert habe von der ballistischen Waffe, die in der Mitte montiert ist. Kostet 2, wird jetzt gemacht. Refill Quantum. Was ich nicht habe, muss ich nicht nachtanken. Und das ist aber der normale Kraftstoff, dass ich den auch wieder auftanke. Weil der geht schon ganz gut raus. So, fertig. Kann ich verlassen oder wollte ich noch irgendwas gucken hier? Nicht, dass ich dauernd hin und her schalte. Nein, ich steige jetzt aus. Aussteigen. Exit, was ist hier? Gibt's nix. Eject, nein, soll man hier nicht machen. Exit. Genau, jetzt kann ich meine Sticks wieder beiseite schieben, Tastatur vorholen. Haben wir geschafft. Gut, gell? Das freut mich jetzt. Vor allen Dingen, dass ich das sogar gefunden habe in einer für mich angemessenen Zeit. Jetzt gehe ich mal gleich ins Inventar. Local. Local Inventar. Das ist, weil ich ja hier gestartet bin. Da habe ich noch ein paar Klamotten rumliegen. Und ich habe das Schiffsinventar. Muss ich da dicht dran stehen? Local Personal. Wo hatte ich das jetzt gehabt? Ich glaube, ich hatte einfach die Klappe aufgemacht. Nein, Open Storage war das, genau. Weil normalerweise steht man im Schiff drin, aber das hier hat keinen Laderaum. Jetzt habe ich, genau. Jetzt habe ich hier das, was ich mitgebracht habe, im Laderaum vom Schiff.
Das lade ich mir gleich mal ins lokale Inventar rüber. Move all. Das passt gar nicht dahin. Behalte ich das an, habe ich jetzt keine Lust, das anzubehalten. Das ziehe ich aus. Ich habe also Klamotten angewählt, darum sieht man es nicht. Bei Armor würde man es sehen. Also ich habe sogar noch mehr Rüstung hier. Wahnsinn. Waffen auch noch? Ja, diese komischen Dinger. Und da ist jetzt das Messer dazu gekommen. Nein, nicht Move All. Oh, Fehler. Räumt er das wieder da raus? Geht das hier eigentlich auch mit dem Linksklick? Linksklick und Shift-Taste gedrückt halten? Ja, geht auch. Also hier funktioniert, es sind Rubin, das sind verschiedene unter Umständen, verschiedene Farben. Genau, das sieht man dann oben, das ist Pink und das ist Cyan. Und die kann man natürlich nicht stapeln. Da ist ein Pinker, das war glaube ich ein Pinker. Geht das auf 8? Ja, geht. Red, Pink, Pink. 5 und 7 sind 12, geht. 3 und... Haben wir noch? Da sind noch mal Pink. Ich habe viele Pinke. Ob das jetzt geklappt hat, weiß ich nicht. Noch mehr Pink. Noch mehr Pink. Red. Das ist wie Memory. Den auf den hat geklappt. Noch mal Pink. Mal sehen, wie hoch ich das kriege. 13. Habe ich noch mehr Pink. 7 und 13. Ja, das geht. 8. 28. Habe ich noch mehr Pink? Da sind noch mal 12. Oh ja, kann man gut stapeln. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Yellow. Red. Orange. Red. Orange. Red. Yellow. Da ist Red. Red war, ich glaube, der. Nein. Red war der. Es müssten jetzt dann 4 werden. Ja. So, jetzt haben wir alle zu. Ihr habt es gesehen, oder? Manchmal baut er das wieder auseinander. Dann will er das nicht. Keine Ahnung. Bei Pink hat es gut funktioniert, bei den anderen nicht. Brauche ich so viel Pinke, die lade ich mir ins lokale External ist vom Schiff. Ach ja, genau, Move All. Ich baller die alle raus. Die habe ich bisher noch nicht verwendet. Das ist eine Stufe zu viel für mich. So, jetzt habe ich einen Haufen Zeug, also nichts mehr im Schiff, Schiffsinventar und Haufen Zeug hier. Und jetzt gucke ich mal, ob ich die Shops noch finde, dass ich den Kram verkaufen kann. Wo ist der Ausgang? Da. Ankunft. Mal gucken, dass ich nicht zu schnell gehe hier. Ach nein, ich wollte nicht I. Ich wollte nur die Außenansicht. Zügig, energisches Voranschreiten. In die Lobby. Heißt zwar hier nicht Lobby, aber ist halt die Empfangshalle. Ich weiß nicht, ob die Aufzüge hoch und runter fahren oder auch so links und rechts. Ich glaube, die fahren auch links und rechts. Habe ich nicht richtig gedrückt? Jetzt. Ah, da stehen sie wieder oben in der Gegend rum. Da sind die Terminals.
ich muss mich hier auch verorten, also mir meinen Heimatplatz hierher legen, damit ich, wenn ich dann wieder losfliegen will, also wenn ich zurückfliegen will, dass ich hier wieder aufwache, wenn ich mich auslogge. Sonst wache ich bei Genie Point auf. Vermute ich mal, weil ich mich da verortet habe. Was das jetzt bedeutet, weiß ich nicht. Wieso sind die alle noch geclaimed? Eigentlich vielleicht, weil die bei Genie Point sind. Wenn ich die jetzt hier claime, werden sie hierher geholt. Ja, ich glaube, das ist genau der Hintergrund. Aber ich lade erstmal den, dass der in die Garage gefahren wird, dass der Landeplatz nicht blockiert ist. Und außerdem wird er dann, wenn ich wiederhole, dann wird er umgedreht. Also ich muss nicht im Hangar da eine Wendeaktion veranstalten. Gut. Gelandet. Und weiter geht's. Erstmal zum Bahnhof. Und vom Bahnhof aus versuche ich dann in Area 18 die entsprechenden Geschäfte zu finden oder die Terminals, wo ich es dann verkaufen kann. Da ist auch alles verboten. Das wird ja dann jetzt mit Patch 19, mit dem nächsten. Da gibt es ja auch einschlägige Videos zu, wo das schon gezeigt wird. Da sind dann viel bessere Hinweise. Und da steht dann hier die Tafel. Auf der Tafel ist dann nicht mehr das dargestellt, sondern da ist dann mehr richtige Karte. Das bedeutet wohl, das sind die Flieger, die ich hier kaufen kann, an den verschiedenen Punkten, wo ich hin muss. Ah, ich verstehe es nicht. Ich mag jetzt erstmal mit dem Zug. Mit dem Zug fahren und mich irgendwo verorten. Ankunftszeit fast eine Minute. Das ist jetzt bestimmt auch schon wieder über eine halbe Stunde und damit werde ich das hier unterbrechen und einen zweiten Teil über ein bisschen Area 18 machen. Vielen Dank und ad astra zu den Sternen. Wir sind alle Sternenbürger.